Ich habe Psychologie studiert und ein Diplom. Gerade mache ich meine Ausbildung zur Psychotherapeutin. Ich mag meinen Beruf und ich habe Spaß an der Arbeit. Aber warum arbeite ich eigentlich 40 Stunden die Woche und muss trotzdem am Wochenende kellnern gehen, um meine Miete zu bezahlen? Warum dürfen Kliniken mich als billige Arbeitskraft einsetzen und dadurch Stellen einsparen? Ich will meinen Patienten die maximale Aufmerksamkeit schenken. Doch wie soll ich das tun, wenn meine Existenz nicht gesichert ist? Ich arbeite mit Menschen in schweren Krisen. Wieso habe ich dennoch den Status eines Praktikanten? Warum trage ich eine so große Verantwortung und niemand würdigt das? Warum verdienen wir eigentlich nicht, was wir verdienen?